Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Klima-Challenge-Podcasts. Mein Name ist Zoe und ich werde euch heute durch diesen Podcast begleiten. Dieser Podcast besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil reden wir über Veganismus zusammen mit Jörn und Nele. Wer das ist, oder die Person, werden sich gleich genauer vorstellen. Im zweiten Teil rede ich mit Anton über ein Jahr Fridays for Future. Genau, und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Teil an. Genau, Jörn und Nele, könnt ihr euch jetzt erstmal vorstellen. Und ich habe mir überlegt, dass jeder sich mit seinem Namen vorstellt und sein Lieblingsessen nennt, damit die Hörer wissen, wer ist. Genau. Mhm. Ich bin Nele. Ich bin bei Janun im Brüta. Das ist der offene Vorstand. Und genau. Bin jetzt seit 2,5 Jahren im Janun-Kontext und auch im Bund-Jugend-Kontext unterwegs und mache da was. Und mein Lieblingsessen sind eigentlich Nudeln in allen Farben, Formen und Variationen. Ich esse jeden Freitag Nudeln. Ist Tradition. Das stimmt bei dir. Ja, moin, ich bin Jörn und ich bin... Ja, eigentlich ähnlich wie Nele. Ich bin seit ungefähr 2,5 Jahren bei Janun aktiv und bin zusammen mit Nele im wunderbaren Janun-Vorstand. Genau, wir wuppen hier ganz viele tolle Projekte und andere schöne Sachen. Mein Lieblingsessen. Ich glaube, ich habe tatsächlich gar kein konkretes Lieblingsessen. Ich bin so ein totaler Fan von Kartoffelvariationen. Und wie so ein Mal Salzkartoffeln finde ich langweilig, aber alle Variationen finde ich toll. Und in letzter Zeit bin ich auch so ein bisschen auf dem Pilztrip. Ich weiß auch nicht. Okay, sehr cool. Ja, ihr wisst ja jetzt schon, dass es sich so ein bisschen um Veganismus handelt. Und meine erste Frage wäre, wann und wo seid ihr das erste Mal auf das Thema Veganismus gestoßen? Genau, und warum habt ihr das Ganze weiter verfolgt? Also was hat euch daran so sehr gereizt? Also ich lebe seit etwas über 3 Jahren vegan. Und bei mir war es damals so, dass ich eine Freundin hatte, beziehungsweise ich habe sie auch immer noch, und die lebt vegan, beziehungsweise hat vor 4 Jahren etwa angefangen, sich vegan zu ernähren. Und das war für mich so der erste Kontaktpunkt in meinem direkten Umfeld. Und außerdem war ich damals noch relativ aktiv auf Twitter und habe da auch einigen Personen gefolgt, die sich vegan ernährt haben und so immer mehr davon mitbekommen. Und genau, habe es dann mal eine Woche, in der ich tatsächlich nicht zu Hause war, ausprobiert, vegan zu leben. Und es hat sehr gut geklappt. Und bin dann da sozusagen auch immer tiefer reingeraten mit immer mehr Infos, die ich dann bekommen habe und Infos, die ich mir selbst angeeignet habe. Und war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich nicht mehr mit mir vereinbaren konnte und nicht mehr ertragen konnte, dieses System zu unterstützen und zu unterstützen, dass jeden Tag Lebewesen für mich leiden und sterben. Und ja, dieses Gefühl, dafür verantwortlich zu sein, konnte ich nicht mehr ertragen. Und dadurch habe ich mich dann entschieden, vegan zu werden. Genau, so. Im Grunde genommen ist das meine vegan werden Geschichte in ganz kurz. Okay, sehr cool. Und wie war es bei dir? Voll krass, ich fühle mich gerade richtig schlecht schon wieder. Nein. ich glaube tatsächlich, bei mir hat Nele dazu beigetragen, dass ich angefangen habe, über die Thematik nachzudenken. Ich bin immer noch nicht vegan oder ansatzweise irgendwie. Ich versuche derzeit meine Ernährung umzustellen, sagen wir es so. Und bei mir ist angefangen, als ich im FJ Nele kennengelernt hatte und sie hat sehr oft und sehr leidenschaftlich darüber über Veganismus geredet und dadurch habe ich so langsam angefangen, mich damit zu beschäftigen, aber war irgendwie so, boah nee, das kann ich selber nicht. Ich war immer so ein bisschen skeptisch, aber ich fand es halt dennoch gut, so, aber ich wusste, ich kann es nicht. Und ich habe mich dann letztes Jahr, hatte ja nun das Klimafasten, wo ich dann für mich die Challenge gesetzt habe, okay, ich möchte gerne die Fastenzeit lang einfach mal vegan machen, so ein bisschen zum Klimaaspekt auch.
Und da habe ich mich dann erstmal konkret damit auseinandergesetzt und stand vor meinen ersten Problemen und Hürden. Und das war alles eine sehr erfahrungsvolle Zeit für mich. Ich habe sehr viel daraus gelernt, würde ich sagen. Und ich gehe jetzt auch deutlich bewusster mit dem Thema um und versuche das immer mehr kontinuierlich in meinen Alltag zu integrieren. Und okay, was waren so Hürden, die du hattest? Naja, also mir ist erstmal bewusst geworden, wie viele versteckte Tiere es eigentlich gibt. Wie Nele es immer so schön sagt. Ja, versteckte Tiere und versehentlich vegan. Ja, versehentlich vegan und versteckte Tiere, das ist echt so ein Punkt, der mir in der Fastenzeit echt auf, ja, den ich einfach realisiert habe, wie viel Schrott eigentlich in irgendwelchen Lebensmitteln drinsteckt, wo man sich so fragt, so, boah, geil, hier habe ich jetzt Lust drauf. Und dann steht man mit so halben Verzweiflung im Supermarkt, weil da Süßmolkepulver drin ist und denkt sich so, ja. Süßmolkenpulver ist dein größter Feind. Ja, oder so Krams. Du weißt, wovon ich spreche. Das sind einfach so Sachen, die einen dann so aufregen. Sie fragt so, warum muss das wirklich sein? Ja. Und wo ich mir denke so, nee, eigentlich ist es ja nicht. Und dass man dann guckt, okay, was gibt's halt für Alternativen? Und dann habe ich mich versucht, in diese Welt einfach mal einzuleben. Dann so, okay, ich könnte das essen oder dieses Ersatzprodukt. Und bin erstmal so ein bisschen in dieses Wäldchen hineingeschwappt. Und das war meine... Das war super interessant. Ja. Wobei man ja auch dazu sagen muss, dass vegan ja nicht nur ersetzen und verzichten ist, sondern nee. Auch ganz viel Neues entdecken, natürlich. Um das jetzt mal dazu zu sagen. Ja, das stimmt. Also ich ernähre mich ja auch vegan. Und ich muss auch sagen, dass man ja immer mehr, also ich habe am Anfang sehr viele Ersatzprodukte gegessen, weil meine Mutter und ich auch noch nicht wussten, in welche Richtung das geht. Aber je mehr man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen beschäftigt. Und wir waren auch zum Beispiel bei einer Ernährungsberatung. Also falls ihr da draußen irgendwie Probleme habt oder irgendwie euer Kreislauf dann in dem Zusammenhang nicht funktioniert, das liegt nicht am Veganismus, sondern an einer ungesunden Ernährung des Veganismus. Also das wäre genauso, als würde man sich die ganze Zeit nur von Fastfood ernähren. Das ja. Endet irgendwann auch böse. Ja, es ist immer genau. Dieser Irrglaube, dass so... Vegane Ernährung wird dann verallgemeinert und gesagt, vegane Ernährung ist ungesund. So, du kannst, egal ob du vegetarisch, vegan oder mit Fleisch lebst, dann gibt es immer ungesunde Ernährungsweisen. Es ist nicht die vegane Ernährungsweise, sondern du kannst auch bei vegan dich total unterschiedlich ernähren und nicht jede Art und Weise davon ist gesund. Ja. Da gibt es auch diese ganzen Skeptiker. Also ich war auch, als ich letztes Jahr war dann auch so. Boah, aber das ist doch voll ungesund und wo sind deine ganzen Proteine, Nährstoffe und Proteine so? Und ich denke so, nein, es ist auch anders möglich. So, aber dann muss ich halt auch erstmal versuchen, die Leute so aufzuklären, wie es gibt genug Möglichkeiten, durch irgendwas die aufzunehmen. So. Ja, ich versuche dann immer die Leute zurückzufragen, und kriegst du eigentlich genug Vitamine? Hast du dich mal beschäftigt, woher du deine Vitamine kriegst und so? Ja. Und die meisten Leute sind dann so, nee, habe ich mir eigentlich nicht so Gedanken drüber gemacht. Und ich bin so, siehst du, mach dir doch keine Sorgen um mich. Ja, fangen wir auch, B12 ist ja ein Riesenthema, wo man ja mittlerweile auch feststellt, dass in ganz vielen Produkten aus der Massentierhaltung gar kein also B12 nur noch zugefüttert wird, weil die Tiere es gar nicht mehr über die Erde aufnehmen können. Ja, ich finde das auch extrem spannend und habe mich da auch immer mehr mit beschäftigt. Was aber natürlich vielen oft passiert ist, dass sie vielleicht dann doch mal Jap auf Schokolade haben oder so und dann vielleicht denken, sie geben das jetzt auf direkt und möchten einfach oder sagen, ja okay, wenn ich jetzt einmal ein Tierprodukt gegessen habe, dann kann ich es auch jetzt sein lassen. Also was sagt ihr dazu und was denkt ihr so, wenn jemand ein tierisches Produkt gegessen hat, wie würdet ihr an deren Stelle damit umgehen? Also würdet ihr sagen, okay, jetzt kann ich aufgeben oder würdet ihr sagen, okay, man kann das doch noch wieder aufleben lassen? Ja, also das Ding ist halt, dass Veganismus ja was ist, was so als extrem empfunden wird und in dem Sinne ist es halt ja eine klare Linie, ein klarer Verzicht ist immer ein blödes Wort, aber ja, eine klare Linie irgendwie. Und es ist halt schwierig, die einzuhalten und in manchen Fällen sogar gar nicht möglich. Und also gerade wenn es irgendwie versehentlich passiert, das passiert mir auch noch manchmal. Und
ist mir gerade auch neulich erst passiert, dass ich versehentlich sogar was mit Gelatine gegessen habe. Ja, ich dachte, es wäre vegan und da war Gelatine drin. Ich habe dann tatsächlich immer ein sehr schlechtes Gewissen, aber das ist eigentlich auch nicht so die beste Herangehensweise. Es ist auf jeden Fall nicht so wirklich, also ich glaube nicht, dass das eine Option ist, dann aufzugeben, wenn man mal was falsch macht. Bei anderen Dingen kennt man das ja auch. Wenn du aufgibst, nur weil du mal einen Fehler machst, dann wirst du nie irgendwas erreichen und dann kommst du auch nicht voran. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich auf das zu besinnen, warum man das macht. Also, was ist deine persönliche Motivation? Für mich ist es ganz viel Gerechtigkeit. Ich habe ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden. Und für mich ist es schrecklich zu ertragen, dass die Tierhaltung und die Tötung von Tieren stattfindet und es einfach extrem ungerecht ist. Ja, und wenn ich mich darauf besinne, dann gibt es mir immer wieder Motivation. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, dass sie sich einfach auf ihr persönliches Warum konzentrieren sollten. Und es ist nicht schlimm, wenn mal ein Fehler passiert. Egal, ob er beabsichtigt ist oder versehentlich passiert. Es ist wichtig, vor Augen zu behalten, warum mache ich das? Was ist mein Ziel? Und wie möchte ich sein? Ja. Ich eigentlich genauso. Total, auf jeden Fall. Also ich finde persönlich auch, man soll es einfach lassen, so Sachen konsequent irgendwie in irgendwelche Kategorien zu stecken und irgendwie abzutrennen, so. Weil es ist nach wie vor, das geht es ja eigentlich darum, dass du für dich bewusst dich entscheidest, dass du einfach versuchen möchtest, deine Ernährung umzustellen und dass es vielmehr um diese persönliche Motivation halt einfach geht. Und klar, am Anfang gelingt keinem das perfekt oder so. Deswegen finde ich es doof, wenn man sagt, oh nein, jetzt hast du ein Tier gegessen. So, ich meine, daraus lernt man doch auch. Und man muss auch nach wie vor immer nach und nach immer alles umstellen. Es gibt ja allein schon auch so viele unterschiedliche Wege, vegan zu werden. Und für manche Personen ist es der harte Cut. Da bin ich zum Beispiel eine Person für, weil ich generell so eher der Typ für Extreme bin. Und es gibt aber auch super viele Leute, die eben das nach und nach machen und immer Schritt für Schritt in die vegane Richtung gehen. Und das ist sowas von in Ordnung. Und wichtig daran ist vielleicht einfach das Ziel am Ende zu erreichen. Ja. Ja, sehe ich auch so. Wir haben jetzt auch schon viele Gründe genannt, warum man vegan werden sollte. Oder was für euch so die Gründe sind. Oder wie du jetzt sich dazu bewegt fühlst, sozusagen, oder bewogen fühlst, deine Ernährung anzuzweifeln, sozusagen, oder sie umstellen zu wollen. Und wir haben jetzt auch schon so ein bisschen gesprochen, 100% vegan, geht das überhaupt oder geht das nicht? Ich finde, oder was Jan ja auch schon gesagt hat, 100% vegan, so, das ist wieder eine Kategorie, muss man sich da so reinstecken lassen. Genau, und jetzt zum Ende würde ich gerne wissen, einmal 100% vegan, glaubt ihr, das geht? Und warum sollten unsere Zuhörer vegan werden oder nochmal über ihre Ernährung nachdenken? Oh je, gute Frage. Also klar, es ist ein interessante Zielsetzung zu sagen, okay, 100%. Aber ich glaube tatsächlich, in der Praxis ist es doch sehr schwierig, wenn man es auch auf jeden Fall auch ad hoc versucht. Weil es so viele Dinge gibt, die damit ja zusammenhängen. Es kommt auch darauf an, willst du dich wirklich nur vegetarisch ernähren oder willst du auch leben, so vegan leben, ist ja auch noch ein Unterschied. Und es gibt einfach so viele Sachen, wo du dich fragst, okay, den Wein, den du trinkst, der wurde auch tierisch gefiltert, so. So durch solche Sachen, das eigentlich nur im Herstellungsprozess entstanden ist, aber halt nicht primär Tierprodukt ist. Ja. So, ist das jetzt für dich 100% oder nicht? So, klar, auch auf jeden Fall. Oder so verschiedene Sachen, wo einfach irgendwelche kleinen Partikel drin sind, wo man sich fragen kann, okay, verzichte darauf jetzt alles, weil dann ist es wirklich eine Menge und das weiß man unterbewusst nicht. Ich stelle es mir jetzt sehr schwierig vor, tatsächlich. Es ist klar, es ist möglich, aber ich stelle es mir sehr schwierig vor. Ich weiß nicht, wie du aus deiner langjährigen Erfahrung da so umgehst.
Ich denke, dass fast 100% vegan geht. Das ist zum einen eine Frage von Bedingungen, so vielleicht nicht unbedingt finanzielle Bedingungen, an die man jetzt als erstes denkt, aber so an Angebotsbedingungen und ja, anderem auch, was irgendwie klar gekennzeichnet ist als vegan und was nicht. Und wie ich schon gesagt habe, da kann einem mal ein Fehler unterlaufen oder man ist sich bei Produkten einfach nicht sicher und lässt es dann irgendwie drauf ankommen und erfährt es vielleicht auch gar nicht, dass es dann nicht vegan war. So der Kleber, der auf Etiketten von Flaschen irgendwie ist. So, ich habe keine Ahnung, ob da jetzt tierische Produkte drin sind bei den Getränken, die ich zu mir nehme. Und das sind so, ja, so kleine Punkte, aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht so unbedingt. Also es geht darum, dass möglichst viele Leute so viel, wie sie können, in ihrem Leben bewegen und in die vegane Richtung oder in die tierleidfreie Richtung. Und auf solche kleinen Dinge, es ist gut, daran zu arbeiten gleichzeitig, aber man sollte schon nicht aus den Augen verlieren, dass das nicht das Hauptaugenmerk sein sollte, sondern das Hauptaugenmerk darauf sein sollte, Tierleid zu minimieren und gegen den Klimawandel und für so viele andere Punkte, die für vegane Ernährung sprechen, also auch weniger Wasserverbrauch, weniger Landverbrauch etc., dass man eben, ja, guckt, dass das minimiert wird. Und das hängt in den meisten Fällen nicht an diesen kleinen Dingen wie, was ist der Kleber oder wurde der Wein durch Fischblase gefiltert. Ach, Fischblase war das, ja, stimmt. Ja, teilweise Fischblase, teilweise Gelatine. Ja, und vielleicht noch zu deiner zweiten Frage, warum sollten wir vegan werden? Wie gesagt, ist, glaube ich, sehr wichtig, das persönliche Warum zu finden. Ja. Für mich ist es halt eine Frage von Gerechtigkeit, weil ich alle Lebewesen gleichwertig zu mir sehe und ich möchte nicht einfach so umgebracht werden. Ich möchte nicht, dass ich, weiß ich nicht, direkt nach der Geburt geschreddert werde. Oder ja, das finde ich immer was ganz, also eins der furchtbarsten Dinge, dass männliche Küken direkt nach dem Schlüpfen geschreddert werden. Das ist für mich auch so ein ganz großer Grund. Also ja, Gerechtigkeit und dass Lebewesen nicht für mich leiden sollen, sind für mich ganz große Gründe. Aber natürlich auch Klimawandel. Es hat so einen unglaublich großen Effekt. Du kannst eigentlich wenig tun für den Klimaschutz, was noch mehr bringt aus der individuellen Perspektive. Und auch solche Sachen wie, dass man theoretisch den Hunger bekämpfen kann durch vegane Ernährung, das sind halt globale Probleme, weltweite Probleme. Und dass man weiß, ich kann was dafür tun mit meiner individuellen Ernährung und ich kann Menschen auch noch dazu inspirieren, mitzumachen. Und die vegane Ernährung, die vegane Bewegung ist so groß geworden, dass man auch nahezu täglich spüren kann, ja, es passiert was. Das sind alles so große Punkte und man spürt nahezu die Veränderungen greifbar mit der veganen Lebensweise und auch sowas eben wie weniger Wassernutzung oder auch abstraktere Themen wie Landgrabbing durch Anbau von Futtermitteln. In Südamerika, es gibt so vielfältige Gründe, die ich jetzt auch gar nicht alle nennen könnte. Also ein paar Dokus angucken ist auf jeden Fall ganz cool. Und ja, einfach sich weitreichend zu informieren, vielleicht auch längere Gespräche mit Menschen zu führen, die sich vegan ernähren und die im besten Fall nicht auf die aggressive Art und Weise vegan leben, sondern auf die, inspirierende Art und Weise. Ja. Genau. Ja, was sagst du? Nee, ich glaube, das hast du tatsächlich eben gerade sehr schön alles zusammengefasst. Ja. Das war auch mal wieder sehr inspirierend, das von dir zu hören. Oh, danke schön. Ja. Ich denke, es muss einfach jede Person für sich selber herausfliegen, was ihr am Herzen liegt, sozusagen. Was ihr wichtig ist. Ist es Gerechtigkeit? Ist es Klima? Ja. Oder ganz andere Themen? Genau, ich finde, das sind super Abschlussworte.
Genau, wir kommen jetzt zum Ende und ihr hört gleich Anton und mich zu dem Thema ein Jahr FFF. Neben mir sitzt jetzt Anton und auch wir haben uns eine kleine Vorstellungsrunde quasi überlegt. Und zwar darf Anton jetzt seinen Namen sagen, damit ihr alle wisst, wie Antons Stimme klingt. Und natürlich auch sein Lieblingsessen. Ja, hallo, ich bin Anton und ich habe nicht so richtig ein Lieblingsessen. Ich esse vieles gerne und am liebsten auch vegan. Okay, sehr interessant, weil wir uns ja schon über Veganismus unterhalten haben. Genau, aber du bist ja jetzt aus einem ganz anderen Grund hier. Und zwar wollen wir über ein Jahr Fridays for Future reden. Ja, genau. Genau, weil heute vor einem Jahr das erste Mal Menschen auf die Straße gegangen sind, um die Politiker aufzuwecken und an das Pariser Klimaabkommen zu erinnern, um die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hast du mit Fridays for Future zu tun? Ja, ich bin selber bei Fridays for Future dabei, organisiere da ganz viel und bin so hauptsächlich für Social Media und Designs und Plakate und sowas verantwortlich. Genau, und ich kam ungefähr so gegen März letztes Jahr dazu. Vorher gab es da noch nicht so richtig eine organisierte Gruppe, sondern es war halt irgendwie so ein bisschen drei Leute, die das zusammen gemacht haben und dann hat es jetzt so langsam geöffnet, sind mehr Leute dazugekommen und mittlerweile sind wir fast 200 Leute, die da was machen. Aber 200 Leute bedeutet nicht, dass 200 Leute da was machen, sondern dass ungefähr 200 Leute insgesamt dabei sind, aber ungefähr 30, 40 aktive. Okay, das klingt ja schon mal sehr interessant. Vor allem, dass es so eine Masse an Menschen ist. Hm. Genau, und findest du, es hat sich in der Zeit seit März was bei dir verändert und inwiefern hat Fridays for Future da eine Rolle gespielt? Also es hat sich auf jeden Fall was bei mir verändert und es hat auch irgendwie, also es war nicht neu für mich, also ich habe auch vorher schon irgendwie mich mit Klimaschutz auseinandergesetzt, aber irgendwie nicht so sehr. Ich habe irgendwie so ein bisschen immer gedacht, ja, so, keine Ahnung, nicht so viel Plastik und sowas und keine Ahnung, habe irgendwie so Instagram-Posts in meine Story geteilt mit, ey Leute, kauft mal nicht so viel Fleisch und ja. Ich bin aber tatsächlich kurz vor der ersten Demo letztes Jahr selber zum Vegetarier geworden und mittlerweile bin ich auch weitestgehend vegan. Nur noch mit so wenigen Ausnahmen, weil ich es dann selber manchmal nicht gebacken bekomme. Und auch sonst hat sich so viel bei mir selbst getan. Bin ich viel in so politischeres Umfeld gerutscht, viel mehr so ein Umkreis als irgendwie vorher. Ja, genau. Okay, also hat sich auch in deinem Privatleben sozusagen neue Freundesgruppen gebildet und. Genau, ja. Ja, okay. Sehr cool. Was denkst du denn, was jetzt so für viele Leute noch, was die Leute erwarten können 2020 von Fridays for Future? Was sind so eure Ziele? Was wollt ihr weiterhin verfolgen? Also weiterhin werden wir auf jeden Fall weiter Druck machen und auch den Druck erhöhen. Wie das aussieht, werden wir noch sehen, aber es wird auf jeden Fall, wie wir jetzt auch schon in den letzten Malen gesehen haben, wird es Aktionen geben, die auch mal ein bisschen höheres Aktionslevel haben. Zum Beispiel jetzt gerade heute, wo wir das aufnehmen, wurde Siemens in Bremen von der Ortsgruppe Bremen blockiert oder auch es gab schon mehrere Straßenblockaden von Ortsgruppen und ich denke, es wird auch auf jeden Fall so welche Dinge geben. Und natürlich wird auch wieder an den bundesweiten Forderungen irgendwas passieren, weil es gab ja auch Forderungen, die bis zum Ende des Jahres 2019 angedacht waren, die halt nicht eingehalten wurden, wie zu erwarten war. Und da wird sich auf jeden Fall auch wieder was tun. Okay, sehr gut zu wissen, dass ihr weiterhin daran arbeitet. Und für alle, die nicht zu den Demos gehen oder sich generell noch nicht so eingefunden haben in das Thema, warum sollte man auf jeden Fall zu einer Demo kommen? Und vielleicht auch, wie sollte man einsteigen? Was sollte man mitbringen sozusagen? Also man braucht irgendwie nichts, irgendwie irgendwelche Vorkenntnisse oder so, um zur Demo zu kommen und muss auch nicht selbst irgendwie
der umweltbewussteste Mensch sein. Hauptsache geht's ja nicht, es geht uns ja nicht hauptsächlich darum, dass wir selber für uns irgendwie selber unseren Alltag ändern wollen, was natürlich auch stark dazugehört. Aber in erster Linie sind wir für den Großteil der Emissionen nicht selber verantwortlich, sondern im größten Teil sind das die großen Konzerne, die da den größten Ausstoß haben. Also ja, das finde ich, wird immer sehr, sehr falsch aufgenommen, dass irgendwie Klimaschutz bedeutet, sich irgendwie, keine Ahnung, so seine Seife selber zu basteln oder sowas und irgendwie die Klamotten selbst zu stricken. Aber das fängt ganz anders an und so welche Dinge machen im Endeffekt auch nur wenig aus. Okay, und also die Leute sollten zu den Demos gehen, einfach um zu zeigen, dass dieses Thema wichtig ist, richtig? Genau. Wir stellen halt in erster Linie unsere Forderungen an die Politik und nicht an die normalen Menschen, die auf unserer Demo mitlaufen. Und genau, ja. Okay, das ist ja schon mal wichtig zu wissen. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich ganz lange dachte, dass ich nicht zu einer Demo gehen möchte, bevor ich bei mir selber angefangen habe und was verändert habe. Aber wie wir ja gerade von Anton lernen durften, kann man trotzdem zur Demo gehen, auch wenn man seine Seife nicht vorher selber gebastelt hat. Genau. Also ihr macht ja auch viele Aktionen außerhalb der Demos. Willst du dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Ja, genau, das ist auch irgendwie, was wir viel mitbekommen, dass immer wieder momentan wir viele Anfragen bekommen zu nachhaltigem Aktivismus, also wie es einem selber gut geht, wenn man viel arbeitet, weil es halt für uns mehr ist als nur einmal im Monat einen Freitag irgendwie 2 Stunden früher hinkommen, einen Transpi malen und dann wieder abhauen, sondern es ist halt viel Arbeit. Es ist fast jeden Tag gibt's irgendwas, es gibt Pressearbeit zu tun, es gibt, was jetzt halt mein Arbeitsbereich ist, Designs machen und so eine Demo muss auch geplant werden, wo auf jeden Fall viel dazugehört und gerade unser Technikteam ist dann irgendwie ab Mittwoch vor der Demo eigentlich nicht mehr zu erreichen, weil die durchgehend irgendwie unterwegs sind und Sachen besorgen und die Bühne vorbereiten und die Lautsprecher besorgen und so weiter. Okay, das ist ja auch ein wichtiger Hintergrund für viele, das wahrzunehmen. Ja, genau. Hast du noch abschließende Worte sozusagen zu sagen? Ja, also ich finde auf jeden Fall auch interessant, dass irgendwie, wie schnell es gehen kann, dass sich da so viel für mich selbst und in meinem Leben geändert hat, nur durch Fridays for Future. Also jetzt vor einem Jahr bei der ersten Demo war es so, dass ich irgendwie bis eine Woche vorher überhaupt nichts davon wusste und das irgendwie durch meine Schwester mitbekommen hatte, die dann auch irgendwie meinte, ja, Anton, gehst du eigentlich auch zu dieser Demo am Freitag? Ich so, was denn für eine Demo? Und hat sie das mir so gezeigt und meinte, ah ja, cool. Hab da jetzt aber auch nicht so viel drüber nachgedacht. Hab gedacht, ja, ist ganz cool. Und ich war selber die Woche noch auf Klassenfahrt und kam dann freitags wieder und bin dann noch schnell zur Demo hin. Und es war so irgendwie auch so das erste Mal eine richtige Demo für mich. Und ja, und das hat mir so viele Türen im Leben geöffnet, dass ich da damals zu dieser Demo hingegangen bin, dass ich dann so viele Leute kennengelernt habe und so viel auch für mich selbst gelernt habe. Das hat mich auf jeden Fall sehr stark bereichert. Okay, sehr cool. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle heute bei der Großdemo wart und fleißig mitgebrüllt habt. Genau, nächste Woche Freitag um 17 Uhr kommt dann die 3. Folge des Podcasts raus. Das Thema ist noch eine Überraschung. Ja, tschüss. Tschüss.